Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Last Tinker. Ja, der bekloppte Bolzo hat unseren Tab niedergekloppt. Und jetzt sollen wir, mal gucken, ist das richtig hier, so ist besser, denke ich mal, herausfinden, wo das Geräusch herkommt. Jetzt frage ich mich natürlich allerdings, was für ein Geräusch. Vielleicht das Klingeln, keine Ahnung. Täuschengeräusch! Ich gehe erstmal hier hin. Lass es erstmal speichern. Ach, hier geht's runter. So, okay. Okay. Na, ich finde es gar nicht gut, dass ich den Tab jetzt alleine lasse. Na, man sollte schon seinen Freunden zur Seite stehen, wenn es denen nicht gut geht. Hey Koro, so spät noch auf? Hey, was war das? Irgendwas ist in deinem Baum geflogen. Kehre zum Versteck zurück. Okay. Keine Sorge, alles wird gut. Was ist das denn? Kehre, ja, lass mich ja auch dahin laufen. Was ist denn das? Du bist sein Freund, nicht wahr? Er ist in sehr schlechter Verfassung. So wirst du ihn nicht heilen können. Papier und Klebstoff helfen nicht, wenn man innerlich verletzt ist. Ich bin der lila Launebär, Geist einer der Farbgeister dieser Welt. Tut mir leid, dass ich einfach so in dein Zuhause eingebrochen bin. Oh Gott. Aber ich brauche deine Hilfe. Und wie es aussieht, brauchst du meine. Oh, eine Hand wäscht die andere, ne? Mit den Einwohnern von Farbstadt stimmt etwas ganz und gar nicht. Ihr beide habt das heute auf die harte Tour erfahren. Aber es wird nun schon seit Jahren immer schlimmer. Es gibt eine Möglichkeit, alles wieder in Ordnung zu bringen. Aber das kann ich nicht alleine. Ich brauche jemanden mit besonderen Fähigkeiten. Ich brauche einen Tinker. Ich musste tatsächlich erstmal googeln, was Tinker überhaupt auf Deutsch heißt, ne? Also Tinker ist basteln. Also praktisch heißt das der letzte Bastler. Okay. Vielleicht weißt du das gar nicht, Koro. Aber du bist einer von ihnen. Wenn du mit mir zum Turm von Farbstadt kommst, werde ich dir die Macht verleihen. Deinen Freund zu heilen. Ja, das wäre mal eine coole Macht, das sage ich euch. Ich weiß, dass du keinen Grund hast, mir zu vertrauen. Aber ich brauche deine Antwort jetzt gleich. Naja, klar, es bleibt ihm auch keine andere Wahl. Wunderbar, in Ordnung. Lass uns zuerst deinen Freund heilen. Ich werde dir meine Macht leihen. Dann musst du nur nahe an Tab herantreten und F drücken. Mhm. Okay, völlig wurscht, wo wir die Macht herhaben,
aber dann machen wir das ganz einfach mal. Simsalabim, bamba, saladu, saladim. Ein Tab auf einem Bettchen lag. Jetzt pennt er. Naja, schön. Gut gemacht. Er sieht schon besser aus. Und jetzt... Gut, es ist stabil. Stelle dich auf das Portal, wenn du bereit bist. Tada. Ach ja. Ja, was jetzt? Kehre zum Versteck zurück oder stelle dich auf das Portal, wenn du bereit bist. Ja, was denn jetzt nur? Gut, also dann würde ich mal sagen, wir begeben uns auf das Portal. Zack. Und tschüss. Traumwelt. Oh je. Lass uns gehen. Unterwegs werde ich alles erklären. Wohin denn gehen? Ja, in die Richtung nehme ich mal. Dies ist die Traumlandschaft, wo Ideen und Gedanken entstehen. Finde den Weg zum Turm. Okay. Wir werden sie als Abkürzung zum Turm verwenden. Wen sie? Da müssen wir hin, oder was? Zu dem Turm? Oder zu dem Turm? Vielleicht sehen wir sogar Träume deiner Freunde. Wäre ich nicht so scharf drauf. Wirklich nicht. Ja. Oder der Turm? Ach, Kinos. Ich habe keine Ahnung. Ah ja. Sieh mal. Da drüben. Das muss Maddys Traum sein. Ja, okay. Okay, wollen wir da jetzt hingehen? Hey, Koro! Heute gibt es nichts zu tun. Juhu! Warum besuchst du nicht mal die anderen Bezirke? Ich wette, die roten Bürger würden sehr gerne mal deine Kampftechniken sehen. Oder warum kletterst du nicht die große, grüne Windmühle hoch? Du könntest den Einwohnern des blauen Bezirks auch deine Bastelkünste zeigen. Ach, da haben wir es mit Basteln. Okay. Du musst nicht schüchtern sein. Hier in Farbstadt sind wir alle Freunde. Ja, das ist aber ein schöner Traum. Okay, dann gehen wir weiter. Was? Ich glaube, das war eine Erinnerung. So war Farbstadt einst. Was, wie, wo? Keine Ahnung. So. Speicherpunkt. Dein Freund Tab ist da drüben. Lass uns nachsehen, wie es ihm geht. Und deshalb sollte man Koro niemals im Leben Bilder von Käfern zeigen. Du bist so schlau, Tab. Niemand in Farbstadt weiß mehr als du. Du bist der coolste, den es gibt. Ich wünschte, ich könnte so sein wie du. Also ich schlage vor, dass jeder so sein sollte wie du. Nee. Da wird... Andersrum wird ein Schuh draus. Echt nicht. Tab, es tut mir sehr leid, dass ich dir wehgetan habe. Ja, na klar. Sicher. Nur ich konnte so unglaublich dumm sein. Bitte lass uns Freunde sein. Wow, dein kleiner Freund hat ein ziemlich großes Ego. Aber er sieht jetzt schon viel besser aus. Dieser Traum war genau das, was er gebraucht hat. Ich bin mir sicher, dass es ihm bald wieder gut gehen wird.
Der guckt aber generell immer so traurig, der Tab, ne? Weil der so. Finde den Weg zum Turm. Ach hey. Hä? Was ist auf der nächsten Plattform? Ja, dann geh mal weg da. Ich muss da hüpfen. Da rüber. Und so. Siehst du? Das sieht doch mehr nach einer Gegenwart aus. Mal sehen, wie bunt diese Stadt geworden ist. Ihr seid beide blöd. Rot ist die beste Farbe von allen. Grün und Blau sind doof. Na dann. Warum sagst du sowas? Ich höre gar nicht zu. Ich höre gar nicht zu. Pah, wer braucht euch schon? Ich gehe wieder in den roten Bezirk, wo nur rote Bürger erlaubt sind. Jawohl. Entschuldigung. Ach ja, der grüne Bezirk ist einer der... ist der einzige, in dem ich vor Leuten wie dir sicher bin. Ich muss weg von euch. Zurück zum blauen Bezirk. Tschüss. Fups. Und alle sind sofort. Ja, lasst mich nur alle alleine. So, von da sind wir gekommen. Dann müssen wir dahin. Ich denke, du hast gesehen, womit wir es zu tun haben. Ja, mit Streitigkeiten, ne? Was war da? Farbstadt ist kaputt. Seine Einwohner entzweit. Ja, jeder will was anderes, klar. Die Lösung für dieses Problem verbirgt sich im Turm. Okay, wie geht's denn jetzt hier weiter? Ach, hier! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe vergessen zu springen, wenn man das überhaupt so springen und so, ne? Moment. Da müssen wir hin. Und nein. Ich glaube, ich habe auch ein kleines Problem in irgendeiner Form. Okay, aber seine Farben waschen sich Gott sei Dank nicht aus. Ja. So. Das brauchen wir ja nicht nochmal alles zu lesen. So. So. Jetzt aber. So. Hier ist es. Das Tor zum Turm. Puh. Das war eine ganz schöne Reise. Aber ich bin gerne hier. Und die anderen Farbgeister waren es einst auch. Aber egal. Lass uns den Turm betreten. Sei vorsichtig. Auf der anderen Seite könnten Wachen sein. Von der roten, grünen oder blauen Stadt? Moment. Ich glaube fast, wir sind da. Hallo? Das war jetzt der einzige Weg. Also denke ich, war es richtig, ne? Oh je. Da ist aber dunkel. Oh, wir sind im Turm. Jetzt müssen wir zur Galerie gelangen. Es ist der hell erleuchtete Raum oben auf der Empore. Wir werden durch die Halle gehen. Müssen, um dorthin zu gelangen. Die Gemälde hier sind äußerst wertvoll, weshalb sich die Wachen jeden Eindringling vorknüpfen werden, den sie finden. Das ist echt ein bisschen blöd zu lesen mit diesen Schildern. Pass auf, dass sie dich nicht entdecken. Na gut. Was denn? Und da oben müssen wir hin, oder was? Oh ja. Erreiche die andere Seite der Halle. Und ich soll aufpassen, dass man mich nicht entdeckt. Also sprich, ich darf nur laufen, wenn...
Das nehme ich erstmal mit. Wache, wer veranstaltet diesen Lärm? Oh, das darf ich gar nicht. Wo ich lang muss. Ich kann ja sicherlich überall lang laufen, oder? Nein, natürlich nicht. Ich muss auf den Wegen bleiben. Guckt euch das an. Geht's weiter. Okay, okay, okay. Warte. Ich darf, glaube ich, nicht den hier in Radius kommen. War mir klar. Okay, okay. Nochmal. Versuchen wir das nochmal. Dann laufen wir gleich mal hier lang. Kommt der hier runter? Der kommt hier runter. Das ist doch Kacke. Kakadu! Oh, wie so ein Elefant im Porzellanladen. Ich fasse es ja nicht. Nee. Ja, wie zur Hölle soll man denn das machen? Die sind ja überall. Soll ich jetzt hier durch? Vielleicht mal hier lang? Nee, hier lang ist nicht. Weil... Nee, hier lang geht jetzt auch nicht. Der kommt jetzt hier runter. Scheibenglas. Ich jetzt aber hier stehe. Ja. Was macht der denn da? Weg da. Hier lang, da lang, geradeaus. Moment, der... Jetzt kommt der hier lang. Dann muss ich wieder hier lang. Der steht ständig da. Wenn der jetzt wieder zurückkommt. Geh doch mal weg. Geh doch weg. Danke. Hau doch ab. Was? Nein. Ach nö. Ach nö. Nö. Nee, das geht gar nicht. Wenn die beiden da jetzt kommen. So, der ist weg. Der ist weg. Tschüss. Ich kann hier noch nicht mal laufen. Also schneller laufen als laufen. Oh, das war ein Versuch wert. Okay, der kommt jetzt hier lang. Ich glaube, da gibt es überhaupt keinen Rhythmus in der Richtung oder so. Weil, ne, die laufen alles so durcheinander. Nee. Gut, weiter geht der nicht. Dann gehen wir hier lang. Ein. Jetzt kommt der hier runter, oder? Ja, war klar. Hier können wir nicht lang, weil der da steht. Oh, der hat uns nicht gesehen. Der hat uns nicht gesehen. Ich. Da lang geht's nicht. Da ist kein Weg. Jetzt kommt der hier lang. Ja. Bitte, wie soll man denn das schaffen?
Wenn ich jetzt hier stehen bleibe und nicht in dem seinen Dings komme, gehst du vielleicht mal weiter? Gehst du mal weg da? Oh, jetzt lass den bloß nicht zu uns kommen. Geh doch einfach ein Stück weiter. Hier kommen wir gar nicht weg jetzt. Nee, das ist nicht der richtige Weg. Also hier geht's nicht lang. Hier geht's auch nicht lang. Kannst du gerade mal haken. Okay. Der kommt wieder hier runter. Also bis hierhin. Weiter darf ich nicht gehen. So rum. So rum. Hier lang. Jetzt kommt der uns da wieder entgegen. Wenn wir hier stehen bleiben. Ja, jetzt sind wir wieder genau da, wo wir nicht hin können. Geh weg. Ja, der wird dann hier wieder zurückkommen, nehme ich mal an. Ja, sag ich doch. Soll ich hier stehen bleiben? Bleib du mal. Eieieiei. Das ist ehrlich gesagt alles andere als einfach. Aber da geht's doch gar nicht weiter. Wir müssen ja an dem hier vorbei. Boah, ja gut, egal jetzt. So, noch einmal. Der kommt wieder zurück. Also stellen wir uns hier hin. Nee. Nee, 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 nee. Hier lang. Da hinten sind keine Wege. Die einzigen Wege, die... Der einzige Weg, der da hinten ausführt, ist dieser da. Obala. Ajo. Das soll jetzt ein leichtes Kinderspiel sein. Hier können wir nicht lang, weil der leuchtet hier den Weg aus. Och nö, komm schon. Komm, geh weg. So, so. Mensch! Hier lang. Ja, und an dem... Huch. An dem Kasper kommen wir nicht vorbei. Bleib da stehen. So. So. Weil der da dauernd, ne? Der macht ja überhaupt keinen Platz. An dem kommen wir doch gar nicht vorbei. Scheiße. Warte mal. Hätten wir dahinter noch lang... Können wir hinter dem lang laufen, wenn der sich so dreht? Lauf mal. Okay, der geht weg. Da seht ihr, wenn ihr die Laterne... Genau, der dreht sich nämlich, ne? Vielleicht können wir hinter dem langlaufen. Guckt mal an hier. So. Dann geht der weg. Da geht's nicht weiter. Da ist auch eine Wache. Drehst du dich auch? Da leuchtest du immer auf dieselbe Stelle. Jetzt sind wir schon so weit gekommen, ne? Da sind zwei. Warte, lass mich
das mal beobachten da. Nee. Scheiße da. Wir müssen, warte mal, wir müssen vielleicht da hinten lang. Warte mal. Komm mal zurück. Oh, oh, oh. Und auch nicht irgendwie. Jetzt kommt der hier hoch. Ist da nicht euer Ernst hier? Der läuft da ständig darum. Ah ja. Weiß ich zumindest. Ah nein, 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 nein. Oh wei. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich muss wieder zurück. Ich muss warten, bis der. Okay. Dann ist, glaube ich, hinter dem her. Nicht in dem sein Licht. Ja, lauf weiter, ne, dass du zurückkommst. So, und jetzt gehst du da vorne lang. Und ich gehe dahinter lang. So, weg da. Und Lärm mache ich auch keinen. Okay. Jetzt hier. Ach, hier sind noch mehr. Aber gut, wir sind. Es hat hier einen Speicherpunkt gegeben. Wartet, wartet, wenn ich jetzt ein bisschen schneller bin. Ja, geht schon. Geht schon, geht schon, geht schon. Okay. Jetzt geh du erstmal da lang. Ich gehe hier lang. So, und jetzt muss ich hier warten, bis der da wieder zurückkommt, weil dem sein Lichtkegel auch hier hinten reinfällt. So. Jetzt auf dem Weg bleiben. Jetzt hier hoch. Hier rüber, hier hin. So, da kommen wir nicht hin. Das, da können wir dann allenfalls springen, drauf springen, wenn der wieder zurückkommt. Hä, wo bin ich denn jetzt daheim? Ja klar, ist schon richtig. So. So, jetzt muss ich warten, bis der da hinten wieder rauskommt. So, und dann mit ihm zusammen zurückgehen. Oh! So. Geh schon weg da! So, jetzt muss ich hier wieder warten. Achso, ja, ich kann ja laufen. Ja. So, hier hoch. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ist denn der? Der kommt da. Man muss erstmal hier hin, weil da geht sein Licht nicht hin. So, ich sehe nichts. Leute, ich sehe überhaupt nichts. Ne? Gut, dann springst du da hin. Gut, okay. Okay. Hier hin. Hier hin, hier hin. Ach, dann jetzt solche Scherze mit mir hier. Jetzt ist die Frage. Hab ich es geschafft? Wir haben es geschafft. Das ist die große Galerie von Farbstadt. Hier werden die wichtigsten Gemälde der Stadt
aufbewahrt und ausgestellt. Das, was wir brauchen, befindet sich hinter diesen großen Vorhängen. Es gibt einen Trick, mit dem man die Vorhänge öffnen kann. Wir müssen die Gemälde meiner drei Geistergeschwister finden. Der rote Geist, der grüne Geist und der blaue Geist. Ja, guck mal, der heult immer, ne? Und diese blauen Viecher, die da draußen rumlaufen, die sind auch ewig nur am Rumnölen und rumfrotzeln, ne? Wir müssen alle drei in einer bestimmten Reihenfolge berühren. Hier irgendwo muss es einen Hinweis geben, der die richtige Reihenfolge vorgibt. Halt die Augen offen. Finde eine Möglichkeit, die Vorhänge zu öffnen. Ich müsste jetzt erstmal eine Möglichkeit finden, zu speichern. Denn die Folge ist zu Ende. Ja, meine Lieben, ich stelle mich hier hin und ich hoffe, das Spiel hat gespeichert. Ansonsten müssen wir möglicherweise einiges nochmal machen. Aber das hoffe ich nicht. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar oder lasst mir auch ein Abo da. Und danke fürs Zuschauen. Tschüss!